An der Pommespackung von McDonald's gibt es eine versteckte Funktion. Und diese testen wir heute. Liebst auch du McDonald's? Dann abonniere jetzt hier unten meinen wunderbaren Kanal, um keine weiteren Infos mehr über McDonald's zu verpassen. Bestellt ihr mal wieder bei McDonald's und isst beispielsweise draußen oder im Auto? Stellt sich eine ganz besondere Frage: Wohin mit dem Ketchup oder der Mayonnaise? Normalerweise mache ich den Ketchup oder die Mayo in die Burgerverpackung. Wenn ich jedoch nur einen einzelnen Cheeseburger bestelle, wo keine Box dabei ist, dann kommt die Mayonnaise bei mir auf die Serviette. Nur nach einiger Zeit nässt das komplett durch. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wo ihr immer euren Ketchup oder eure Mayo hintut. Doch es soll einen genialen Trick geben, wie endlich auch dieses Problem Geschichte ist. Und diesen Trick, den schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Ihr nehmt die Pommespackung, klappt die Rückseite, also den höher stehenden Teil, um. Klappt anschließend die Kanten hoch, dass hinten nichts rausläuft. Und fertig ist deine neue Ablage für Ketchup oder Mayo. Einfach genial. Richtig, richtig cooler Tipp. Ich verstehe auch nicht, warum McDonald's nicht so Behälter hat für Ketchup und Mayo, wie eben bei der Süß-Sauer-Soße. Das wäre auf jeden Fall um einiges praktischer. Probiert den Trick doch jetzt selber gerne mal aus. Und das war's auch schon mit diesem kurzen Video. Ich wünsche euch noch einen bigtastischen Tag. Bis bald.